Es fehlt noch der Auswärtssieg, da wart ihr oft nah dran. Was macht dich denn zuversichtlich, dass es in Nürnberg klappen könnte? Ja, ich glaube, wir haben das ein oder andere Spiel in Nürnberg schon sehr positiv bestreiten können in der Vergangenheit. Und wissen natürlich, dass wir da einen starken Gegner erwarten, mit einem 4-0 Auswärtssieg im Rücken aus Hannover. Glaube ich, werden sie uns alles abverlangen und uns das Leben sehr, sehr schwer machen. Und ich glaube, wenn wir anknüpfen an die letzten Auswärtsspiele, Osnabrück war vielleicht das Einzige, wo wir nicht so richtig zu unserem Spiel gefunden haben, dann glaube ich, können wir auch in Nürnberg was mitnehmen. Aber das ist alles immer auf Messerschneide, sage ich mal. Und wir müssen alles geben, beziehungsweise müssen an dem Tag auch besser drauf sein, als wir es in Osnabrück waren und mit der gleichen Haltung ins Spiel gehen, wie es auch in den letzten beiden Heimspielen der Fall war. Und ja, dann haben wir eine Chance. Dann ist es noch keine Garantie, dass wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen werden oder auf jeden Fall einen Punkt holen werden. Wichtig, dass wir auch da scharf sind im Verteidigen und weiß nicht, ob wir viele Chancen bekommen werden. In Nürnberg haben auch schon einige Gegentore bekommen, aber ich glaube, die Chancen, die wir dann bekommen, sollte man dann die eine oder andere verwerten und hinten versuchen, mal das Ding dicht zu machen. Und dann werden wir sehen. Ich bin positiv. Die Woche war gut, wir haben gut gearbeitet und wir fahren mit einem sehr, sehr guten Gefühl nach Nürnberg.